Heute in den Gasunk News. Die letzten Wochen des Jahres haben es wieder einmal in sich. Mehr dazu nach dem Intro. Herzlich willkommen zu den Gasunk News mit mir und Martin. Wir sitzen heute in unserem Juvenat und das war in den letzten Tagen bei uns los. Im November fand auf unserem Campus wieder das traditionelle St. Martinsfest statt. Nach einem kleinen Umzug entlang der Klosterwiese über das Gelände, bei dem die Schüler ihre im Unterricht gebastelten Fackeln präsentierten, wurde die Geschichte des heiligen Martin in szenischem Spiel dargestellt. Natürlich stand die Mantelteilung auf dem Marmorplatz im Mittelpunkt des Geschehens, wo ein Feuer die Szenerie beleuchtete. Mit Lichterketten und einigen lokalen kleinen Feuern hatten die Pfadfinder ein stimmungsvolles Ambiente für den anschließenden Imbiss geschaffen. So konnte auch der einsetzende Nieselregen die schöne Stimmung nicht trüben. Auch in diesem Jahr fand in der Gasunker Aula das traditionelle Benefizkonzert des Luftwaffenmusikchors Münster statt. Ein Jubiläum. Schließlich füllte die Gemeinschaftsaktion des Zentrums Luftoperation am Bundeswehrstandort Kalkar-Kleve, der Stadt Goch und der Gasunk bereits zum 25. Mal die Gasunker Aula. Und auch dieses Mal wurden die Zuhörer nicht enttäuscht. Das Musikchor unter der Leitung ihres Dirigenten Major Alexander Kalweit bot ein fantastisches Konzert mit einem breiten Repertoire von Operetten und Musicalstücken bis hin zu einem Streifzug durch die 20er Jahre auf höchstem musikalischem Niveau. Die Freude war also groß und der Zweck auch in diesem Jahr mehr als unterstützenswert. So gehen die Spenden des Abends in einer Rekordhöhe von 6.180 Euro an das Helena Center für behinderte Kinder im kurdischen Erbil. In unserer letzten Sendung haben wir über den Ticketvorverkauf des Musicals gesprochen und seitdem ist einiges passiert. Heute ist Jonas Vandenheuvel, einer der Hauptdarsteller bei uns und kann uns bestimmt einiges Neues über das Musical berichten. Jonas, was ist denn so in den letzten Wochen geschehen? Also erstmal kann man sagen, dass der Ticketvorverkauf sehr gut angelaufen ist. Die Uraufführung und auch die zweite Aufführung am Samstag sind beinahe ausverkauft, also wenn ihr noch Tickets haben wollt, haut rein. Auch die Bühnenproben laufen wirklich sehr gut an. Wir haben den ersten Akt schon einmal komplett durchgespielt zu proben und auch der Musical-Chor und das Orchester proben bereits fleißig miteinander. Ja, das Musical hat ja auch einen eigenen Stand am Tag der offenen Tür. Du warst ja auch da. Erzähl doch mal, wie hat's dir gefallen? Der Tag der offenen Tür war wie jedes Mal ein großartiges Ereignis. Es war viel los. Es gab viele Stände, wo wir etwas essen konnten. Es gab Führungen durchs Internat. Es gab Klassen, die ihren Unterricht dargestellt haben oder vieles weiteres. Also wie immer ein gelungenes Ereignis. Ja, danke, dass du da warst. Beim ersten Wintervortrag dieser Saison sprach unser ehemaliger Bundespräsident Joachim Gauck in der Gasunker Aula. Gemeinsam mit dem Zentrum Luftoperation am Standort Kalkar-Kleve und der Deutschen Atlantischen Gesellschaft durften wir diesen besonderen Gast begrüßen, der den Zuhörern viel Nachdenkliches und Nachdenkenswertes zu dem brandaktuellen Thema »Unsere Demokratie muss wehrhaft sein« mit auf den Weg gab. Immer auch geprägt von seiner eigenen Biografie analysierte er scharf und präzise die derzeitigen Angriffe auf unsere liberal-demokratische Gesellschaft von außen und von innen und rief die verschiedenen Generationen im Raum dazu auf, diese aktiver zu schützen und zu verteidigen. Beim anschließenden Beisammensein im Foyer zeigte sich der Bundespräsident AD insbesondere gegenüber den zahlreich vertretenen Schülern als kluger, gleichermaßen interessierter und offener Gesprächspartner. Letzte Woche wurde unser neuer Wasserspender für das Juvenat durch unsere Schülersprecherin Veronika Jürgens und Sophia Scuderi eingeweiht. Damit konnte ein Vorschlag der SV, auch für die Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klasse einen Wasserspender aufzustellen, umgesetzt werden, nachdem bereits zum Schuljahresbeginn ein Wasserspender im Hauptgebäude realisiert werden konnte. Veronika und Sophia bedankten sich ausdrücklich bei Frau Schlede-Schmalz, Herrn Oberdörster und beim Gasdocker Freundeskreis dafür, dies möglich gemacht zu haben, denn ganz günstig sind die Geräte nicht. Ab sofort heißt es Wassermarsch. Nach über 300 Stunden Arbeit und Tüftelei ist das Musikvideo zu unserer neuen Schulhymne mittlerweile fertiggestellt. Ein Gasunker Großprojekt, das bereits Anfang des Jahres gestartet wurde und bei dem alle über 800 Schüler und über 100 Mitarbeiter in Bild und Ton mitgewirkt haben, hat vergangene Woche seinen Abschluss gefunden. Gerade rechtzeitig, denn am 1. Januar ist es soweit und das Video wird für alle auf unserem YouTube-Kanal als Startschuss unseres Jubiläumsjahres 2024 veröffentlicht. Wer dabei sein will und pünktlich in der Silvesternacht automatisch den entsprechenden Link erhalten möchte, sollte also spätestens jetzt auf unserem Kanal abonnieren, um nichts zu verpassen. Es lohnt sich. Zum Schluss noch ein ganz aktueller Hinweis. Die Gasunker Big Band und AK Geller laden am Montag zu einer offenen Probe ein. Wer also morgen um 17.30 Uhr noch nichts vorhat, kann sich dazu gerne in unserer Aula einfinden und den weihnachtlichen und nicht weihnachtlichen Klängen lauschen.
Da durch personale Ausfälle und das bevorstehende Jubiläumsjahr kein Adventskonzert stattgefunden hat, wurde diese Möglichkeit der musikalischen Aufführung als kleiner Ersatz gefunden. Vielleicht auch eine gute Gelegenheit der Besinnlichkeit zur Einstimmung auf das kommende Fest. Das war's auch schon wieder für diese Woche. Wenn euch die Sendung gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Euch eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Start ins Jahr 2024. Tschüss! Tschüss.